Einen wunderschönen guten Morgen. Puh, ich bin wieder in Deutschland. Es ist echt kalt hier, gefühlt 2-3 Grad. Und heute machen wir eins meiner Lieblingsautos für euch. Habe ich selber gefahren 2 Jahre und ich muss euch sagen, das ist das geilste Familienauto. Was glaubt ihr denn, was es ist? Ist ganz einfach. Das geilste Familienauto ist nur der RS6. Ja? Und heute werden wir ihn umbauen. Und zwar ist es der 560 PS Serie. Wir werden ihn umbauen auf 730 PS und 930 Newtonmeter. Wir verbauen Akrapovic Abgasanlage ab Turbos, das heißt mit Downpipes. Dann verbauen wir einen Forged Ladeluftkühler, ja, der für zusätzliche Kühlung sorgt im Ladeluftkühlerkreislauf. Somit kommen wir, damit kommen wir so 15 bis 20 Grad runter unter Volllast von der Anzugslufttemperatur. Und natürlich Software, Motor, Software, Getriebe. Ziel 37, Kunde tankt 102 Oktan. Vermutlich werden wir am Ende irgendwo zwischen 740 und 750 PS liegen. Mit 1,8 Bar Ladedruck und 20 Grad Zündung. Also, los geht's. Ich sag euch mal was. Für alle da draußen, die verheiratet sind und gern RS6 hätten, wo die Frau sagt, das Auto brauchen wir nicht, ist ein Kombi. Müsst ihr halt 2 Kinder machen, dann braucht ihr Platz für 2 Kinderwagen und dann erlaubt euch auch schon die Frau ein Kombi. Also. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG, with my life crooked like the left finger on ET. Please believe me, this be the realest thing I ever wrote. Right after talking to Pop, puffing on heavy smoke. Laugh now, cry later. My only dream in life was to rock a mic if in front of you spectators. And rock shell toes, not gators. Show love, not haters. I'm switching over like crossfaders. To a better time and place where it's safe. And they can't judge a nigga by the color of his face, but by the content of the way that I spit these letters. I'm kicking it with white boys in old navy sweaters. Ball cap low on my eye, cause sometimes I'm listening to my style so much. I'm just trying to get by. So, was wir natürlich eben auch schauen, ist, wie ist das Auto in Serie? Ist da irgendwas? Und mir ist jetzt schon bei der Serienprobefahrt aufgefallen, dass der ab und zu unter Volllast, wenn er wirklich heiß wird, die Check Engine Lampe anfängt zu blinken. So, das bedeutet Zündaussetzer. Immer wenn Check Engine Lampe blinkt, sind es Zündaussetzer. So. Das Auto hat jetzt 50.000 Kilometer, was wir jetzt natürlich auch mitmachen werden gleich, ist Zündkerzen wechseln. Wenn wir so die originale Zündkerze anschauen, sehen wir recht gut, dass sie eigentlich ziemlich Schrott ist. Ja? Und das sind nicht nur eine, sondern alle, die haben wir jetzt schon rausgemacht. Und jetzt machen wir schöne neue rein für die maximale Leistung. So, Zündkerzen sind drin, Auspuffanlage ist drin. Jetzt fehlt noch Ladeluftkühler. Der muss hier. Tolles Paket von Forge. Hier, schaut euch das mal an. Das Ding muss da rein. Also das ist jetzt ein Wasserkühler, weil das Ladeluftsystem ja mit Wasser gekühlt wird. Das heißt, hier haben wir eine zusätzliche Fläche zum Kühlen. Also das heißt auch automatisch so um die 1,5 Liter mehr Flüssigkeit im System drin, im Kreislaufsystem. Und die Anzugslufttemperatur sollte so um die 15 bis 20 Grad runtergehen. Dann machen wir das gute Stück jetzt mal da rein und dann sehen wir weiter. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. So, jetzt kommen wir nämlich zum geilsten Teil von der Modifikation, die Software. Ich werde jetzt erstmal die Motorelektronik auslesen, das Getriebe auslesen und dann zeige ich euch, wie man das Ding richtig schreibt und auf was man achten muss beim Programmieren. Die Software ist eigentlich auch nicht so schwer zu schreiben beim Benziner Turbo. Ein Benziner Turbo macht die Leistung klar über Ladedruck. Aber da wir ja verbaut haben, komplette Abgasanlage Akrapovic, Downpipes von Akrapovic, Forged Ladeluftkühler, müssen wir natürlich jetzt
die Software darauf anpassen. Der Vorteil bei einer Software gegenüber einer Zusatzbox, es gibt ja auch so Zusatzelektronik, Zusatzboxen, die angeboten werden. Meiner Meinung nach ganz klar Software, weil eine Zusatzelektronik kann dir nie Zündung ändern oder Kraftstoff ändern. Ja? Zusatzelektronik bescheißt mehr oder weniger einfach nur einen Ladedrucksensor. Ja? Und deswegen kannst du halt wirklich, wenn du das Programm selber machst für die Motorelektronik, kannst du dem Motor sagen, fahr 3 Grad mehr Zündung, fahr ein bisschen magerer. Ja, das geht halt mit der Zusatzbox alles nicht. Zusatzbox ist halt, ja, das ist wie wenn ich jetzt mir einen Anzug kaufen will und gehe in so einen normalen Laden, kaufe mir einen Anzug für 100 Euro oder halt Vergleich zu Software, abgestimmte Software, ich gehe zu Hugo Boss und lass mir da meinen Anzug schneidern. Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen einer Box und einer richtig geschriebenen Software. Das hier ist zum Beispiel die modellierte Abgastemperatur. Das heißt, das Auto hat auch keine Temperaturfehler mehr, sondern wird alles modelliert. Und das heißt dann, okay, bei der und der Drehzahl, der und der Last hat das Auto, jetzt habe ich hier eingestellt, dass es praktisch 900 Grad sieht. Also das Auto wird nicht mehr sehen wie 900 Grad Abgastemperatur. Hat den Vorteil, dass halt kein Bauteileschutz aktiv wird. Den brauchen wir jetzt momentan nicht mehr, weil der Bauteileschutz ist eigentlich nur für den Katalysator da. Ja. Das heißt, soll die Kopftemperatur irgendwas Wasser zu heiß werden, reduziert er sowieso die Leistung runter. Und anhand von der Abgastemperatur überwacht er eigentlich nur die Katalysatoren und geht dann in so eine Art Bauteileschutz, wenn die Temperatur zu heiß wird, damit dem Katalysator nichts passiert. Aber da wir jetzt keinen drin haben, müssen wir keine Rücksicht darauf nehmen. Von daher maximale Temperatur 900. Ja, da gibt es noch andere Sachen. Hier das Kennfeld hier zum Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist also der maximale Ladedruck bzw. maximale Sollfüllung anhand von der Ansauglufttemperatur. Das heißt, wenn die Ansauglufttemperatur heiß wird, sollte natürlich der Druck sinken. Ja, viele Tuner, sage ich mal, was heißt Tuner? Wahrscheinlich Leute, die die Software einkaufen und nicht mal wissen, was sie reinspielen, bekommen das Software von irgendjemandem, wo das hier komplett auf voll setzt. Ja, das heißt, das Ding wird einmal heiß. Wenn die Pumpe ausfällt oder so, beim Ladeluftkühlerkreislauf wird einmal heiß, kriegt Zündaussetzer, kann sein, dass Kerze nein fällt, Motorschaden. Danke, ade, wasche. So. Deswegen sage ich, hört nicht immer oder schaut nicht immer, was die anderen sagen, von wegen, die stehen dann vor der Kamera und sagen, ja, ich mache meine Software selber, ich schreibe meine Software selber. Wenn ihr dort seid, fragt ihn einfach, ob ihr da zuschauen könnt, ja, wie er die Software ändert. Und erst dann könnt ihr euch sicher sein, dass derjenige wirklich die Software selber schreibt. Wenn einer euch sagt, ja, ihr könnt zugucken und der geht mit euch ans Auto, steckt den Stecker an OBD und sagt dann, ja, jetzt nimmt mal Platz und ihr fragt, ja, darf ich mal zugucken, wie das funktioniert. Wenn man dann anfängt mit Betriebsgeheimnis, bla bla bla, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass er einfach die Software nicht selber macht. Ja? Also probiert es einfach mal aus beim nächsten Besuch bei eurem Tuner. Fragt ihn einfach mal, ob ihr da zugucken könnt. Sehr interessant. Das sind jetzt hier alles Zündwinkelkennfelder. Früher war es so, man hatte 1, 2 Zündwinkelkennfelder. Jetzt gibt es da 7, 8, 9. Also das ist jetzt Zündwinkelkennfeld, Grundzündwinkel Variante 1. Ja, dann gibt es Grundzündwinkel Variante 2, Variante 3, Variante 4. Und je nachdem, wie der die Zündung zurücknimmt, wie die Ansaugluft ist, wie die Spritqualität ist, springt er von Zündwinkelkennfeld zu Zündwinkelkennfeld. Das ist jetzt die Variante 1, das ist also, wenn man den besten Sprit tankt und wirklich auch keine Rücknahme da ist, dann wird er hier jetzt fahren. So, hier sehen wir zum Beispiel jetzt, dass wir bei 3000 Umdrehungen, ja, bei 200% Last, einen Zündwinkel von 8,25 Grad fahren. So, das habe ich jetzt eingestellt. Ja. Ich habe jetzt hier eine Vorzündung von 3 Grad gemacht, ja, obenrum 6 Grad. Ja. Und wir werden auf jeden Fall über die 220% Last kommen mit 1,9 Bar Ladedruck. Und das heißt, unter Volllast wird sich dieser RS6 jetzt hier unten befinden. Der wird diese Zündwinkel abfahren. Ja? Wenn ich das jetzt reinspiele und nachher meine Lokfahrt mache auf der Straße, verfolge ich praktisch die Last, die Drehzahl und mache die Loks von der Zündung und sehe, ob er auch diese Zündung fährt. Ja, sollte er diese Zündung nicht fahren, dann weiß ich, das logge ich natürlich auch, dann macht er schon eine Zündwinkelrücknahme. Das heißt, es ist dann einfach zu viel für den Kraftstoff, der da drin ist, fängt an zu klingeln und nimmt Zündung zurück. Die neuen Autos können bis zu, die sind eingestellt, meistens so 12 bis 13 Grad selber zurücknehmen. Das heißt, rein verständlich,
wenn jetzt ein Tuner oder selbst wenn ich jetzt hier 15 Grad reinschreibe bei 5000 Umdrehungen und der Kunde würde einen sehr, sehr schlechten Sprit tanken, dann könnte das Auto maximal zurückregeln 12 Grad, ja, dann könnte er hier anstatt 15 2 Grad fahren, ja, also das ist ja ein Leistungsunterschied, glaube ich, von 150 PS dann, ja, aber ich versuche das immer so abzustimmen, wenn ich die Logs mache, dass ich sehe, okay, bei 100 Oktan oder 102 Oktan gehe ich so, dass er so 0,5 bis 1 Grad auf der Straße zurücknimmt. Ja? Somit habe ich die maximale Leistung, weil ich weiß, okay, mehr Zündung kann ich eh nicht fahren. Ja? Und wenn er halt mal schlechten Sprit tankt, dann wird er halt 6, 7 Grad zurücknehmen und das wird er einfach verkraften und da wird auch nichts passieren, weil diese Autos auch in Serie, wenn die jetzt in ein anderes Land ausgeliefert werden, wo Sprit schlecht ist, wie in Afrika oder so, ja, da klingeln die auch permanent und sind auch permanent am Regeln. Also funktioniert das eigentlich problemlos. Dann haben wir die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, da gibt es auch mehrere Codier-Varianten. Wir sehen hier einmal 249, 254, 276, 300, 254, 300 und ganz auf 327. So, um die V-Max ganz aufzumachen, ist es so, ich habe jetzt hier die ganzen Kodierungen praktisch auf 327, 67 gesetzt, ja. Das reicht aber noch nicht, weil der noch anders überwacht. Und zwar hat er hier vorne vor der VMAX noch einen kleinen Schalter sitzen, ja. Den sieht man hier. Das ist praktisch der Schalter für die VMAX-Begrenzung selber. Der ist im Originalzustand auf 1, das heißt, der ist aktiv, ja. Ich setze ihn auf 0, das heißt, VMAX-Begrenzung inaktiv. Somit fährt das Auto so schnell, wie es kann, ja. Also, nicht erschrecken da draußen. Mein eigener RS6 war so, als ich dann so knapp über die 327 gefahren bin, ist mir auf einmal der Tacho ausgefallen. Also der Tacho fällt aus, ja, die Nadeln gehen komplett zurück, man denkt, der Motor ist aus, nee, aber das Auto beschleunigt weiter, ja, und wenn man dann wieder unter die 327 kommt, geht der Tacho wieder an und fährt dann praktisch wieder ganz normal weiter, ja. Jetzt spielen wir die Software gerade rein über OBD. Und dann nehmen wir das Ding mal auf die Straße, machen wir die ersten Logs und dann gucken wir, wie das Ding funktioniert, ob es gut läuft oder wie oder was. So, Akrapovic ist drunter, hat bestimmt einen geilen Sound. Der Ladeluftkühler von Forge ist auch drin. Software habe ich auch schon reingespielt und jetzt starten wir mal das Ding. Gucken wir mal, wie das sich anhört. Machen wir jetzt unsere erste Testfahrt mit der Leistungsmessung von Insoric. Das Gerät habe ich ja schon mal erklärt in meinem ersten Video vom RS3. Wenn es euch interessiert, wie das funktioniert, guckt das Video einfach an. Da beschreibe ich das ein bisschen. So, beim Loggen ist natürlich wichtig, dass man auch die ganzen Werte nimmt, die man braucht. Also ich nehme zum Beispiel Zündwinkel, Ladedruck, Drehzahl, Lambda. Ganz wichtig ist die Zündwinkelrücknahme pro Zylinder. Das heißt, nur mit diesem Wert kannst du eigentlich die Software richtig einstellen, wo du weißt, okay, das Auto nimmt Zündung zurück oder nicht, weil nur dann siehst du, ob du noch mehr Leistung machen kannst oder nicht. Hier kann ich meine ganzen Zylinder auswählen und die Zündwinkelrücknahme. Das ist für mich das Wichtigste. So, was haben wir noch hier? Raildruck. Ansauglufttemperatur. So. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn der jetzt mitloggt. Also der zeichnet hier fast in Echtzeit alles mit. Ja. Und hier habe ich praktisch meine ganzen Werte. Das nimmt jetzt alles auf. Das gebe ich jetzt dem Pipo auf den Schoß. Und dann fahren wir. Das gebe ich jetzt dem Pipo auf den Schoß und dann fahren wir los. Ich muss euch sagen, ich habe einen RS6 gehabt vor 3 Jahren und da war es auch so, ja, welche Auspuffanlage machst du drunter? Die ganzen Hersteller, die haben nur Auspuffanlagen angeboten zu der Zeit, wo du dann Unterdruck einbauen musstest, alles gesteuert. Und Akrapovic war damals schon der erste, wo du die originale Abgasklappe benutzen konntest. Und die habe ich drunter gebaut. Bei mir war es sehr zufrieden. Also, hab nie Probleme gehabt, bin 70.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, hab's dann verkauft und es fährt immer noch.
Ja. Jetzt zeige ich euch gleich was, weil in der Schweiz, da haben wir viele Kunden, das haben wir mal für die Schweiz programmiert, das haben wir genannt die Turbo-Eule. So, was ist die Turbo-Eule? In Serie macht das ja nicht, wenn ich jetzt im unteren Drehzahlbereich Gas gebe und vom Gas runtergehe, dann hört er sich an wie eine Eule. Achtung, passt mal auf. Achtung. Hört man das? Das ist unsere Turbo-Eule. Das war immer lustig, mit meinem RS6, wenn ich die Autobahn gefahren bin, ja, haben alle gedacht, so RS6, da kam so ein Porsche nebenan gefahren oder ein Lamborghini irgendwas, ne, nebendran, Gas gegeben, wahrscheinlich Freunde noch dabei gehabt und dann bin ich halt mit dem RS6 dann weggefahren, ja, und das haben sie dann nur einmal probiert. Jetzt gucken wir mal 100 auf 200, was er jetzt macht mit der Software, die jetzt drin ist. Mit dem Draggy natürlich. 7,2 Sekunden. Ist fürs Erste nicht schlecht. Wir sind zu zweit an Bord. Also alleine 7,0. Aber ich denke, eine 6,5 muss da drin sein. Ja. Das tun wir nachher mal auswerten, die Loks. Jetzt machen wir mal die Leistungsmessung. Und dann sehen wir mal, wie viel Power das Ding hat. Der Pipo braucht auch eine Downpipe. Ja, hab ich schon gedacht. So, Freunde, alleine im Auto sagt das Draggy 100 auf 200 6,98 und 0 auf 100 3,06 Sekunden. Allerdings mit durchdrehenden Rädern, gell? Wenn das jetzt ein bisschen wärmer wäre, Traktion okay, dann denke ich mal 2,8 Sekunden sind da drin bei dem Auto ohne Probleme. Also, Supersportler zieht euch warm an. Ne? Aber wir sind noch nicht fertig, wir machen jetzt noch. Wir werten jetzt mal aus, was die Loks sagen und dann werten wir mal aus, wie viel Leistung wir tatsächlich jetzt gerade haben. Aber so die Zeit 100 auf 200, so knapp 7 Sekunden müssten sein, so ja, 740 PS müssten das schon sein. Aber das sehen wir gleich. Bei der ersten Messung war es jetzt so, wir haben rausbekommen mit dem Inzorik 707 PS und 970 Newtonmeter. Das war alles korrigiert. Wir haben Temperaturen gerade von 2 Grad und dann korrigiert es ein bisschen runter. Unkorrigierend waren es 748. Der Ladedruck war bei 1,8 bar maximal und Zündwinkelrücknahme war im unteren Drehzahlbereich bei 0 und oben bei 0,5 bis 0,75. Das heißt, ich werde jetzt mehr Ladedruck unten rum machen. Das heißt, ich gehe so auf 1,85 bar, mache da nochmal 2 Grad Vorzündung. Und obenrum lasse ich den Druck stehen, wie er war, und mache da nochmal 2,5 Grad Zündung drauf. Und dann sehen wir mal, wie das sich auswirkt, von, schon allein von der Zeit. Und dann messen wir gleich nochmal nach und dann sieht man den Unterschied. 100. So, wie ihr seht, haben wir noch ein bisschen abgestimmt, ein bisschen alles angepasst und sind jetzt aufs Endergebnis gekommen von 747,1 PS und 964,7 Newtonmeter. Das heißt also, wir geben an 730 PS und glaube 930 Newtonmeter. Hier haben wir jetzt fast 40 Newtonmeter mehr als wir angeben. Von PS sind es auch 17 PS mehr, wie wir angeben. Von daher geben wir immer eigentlich das an, was mindestens rauskommt, auch mit, sage ich mal, 98 Oktan. Und wenn der Kunde dann 100 bzw. 102 tankt, kann man dementsprechend noch was dazu machen. Und man sieht es jetzt hier, perfekt abgestimmt auf 102 Oktan, 747 PS. Ist ordentlich für so ein RS6, das reicht. Und mal schauen, was der Kunde dann sagt. Tag ist zu Ende, RS6 ist fertig. 747 PS, 900, knapp 60 Newtonmeter. Der Kunde wird mit Sicherheit sehr zufrieden sein. Dann fahre ich mal das Ding raus. Und was ich euch noch sagen wollte, bei dem letzten Video war es so, dass viele geschrieben haben, bitte mehr Videos, mehr Videos. Ich würde echt gerne mehr Videos machen. Ich versuche es ja auch, aber ich muss auch arbeiten. Ja, so die ganzen Leute, die da draußen nur Videos drehen, ich weiß nicht, wie die das verbinden mit der Arbeit. Wahrscheinlich arbeiten sie nichts und drehen nur noch Videos. Ja, aber ich versuche mal so für euch einmal im Monat ein Video zu machen und immer mal ein anderes Auto. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein paar Kommentare da und mal schauen, was als nächstes kommt. Macht's gut!